Hallo erst einmal. So, begrüße euch total und recht herzlich hier im Studio. Medienhaus Nordrhein-Westfalen, Google, Ultra HD-Web.tv. Okay, früher ist es dort, aber egal. Also, früher. Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit. Da hat ein Herr Edison mit Gleichstrom gearbeitet. Und dann kam Herr Watt und klaute ihm und es kam der Wechselstrom. Der Wechselstrom ist in jeder Dose zu Hause. Der andere Strom, der Gleichstrom, der ist da zu Hause. Und was sollte Herr Edison dann machen? Herr Edison hat dann halt die Cinematik. Also das, was wir heute machen. Cinematik, also Kino. Punkt. Also das 18. Jahrhundert, ihr wisst Bescheid, darum geht es heute in diesem Video. Im 18. Jahrhundert waren Menschen genauso wie wir auch und sie haben experimentiert. Sie waren zwar analogisch unterwegs, sie mussten kämpfen, sie mussten wirklich kämpfen. Von 1800 bis 1945 sollte jeder wissen, der Geschichte halt auch mal involviert, nachgedacht, gedacht oder sich dafür interessiert oder sogar studiert hat. Also von 1800 bis 1945 war hier richtig was los. Industrie, Industrie 1, Industrie 2. Industrie 3 mit Computer. Industrie 4. Herzlich willkommen in der Welt von Industrie 4.0. Auf dem Datenhighway zur Hilfenahme mit Maschinen gleiten wir bei TikTok, Facebook, Instagram. Ja, wenn das ausfällt, das sind schon mal drei. Genau. Gehört nämlich Herrn Zuckerberg. Ja, egal wo der herkommt, egal wie viel Strafe er zahlt, nur weil er halt mal eben das Ganze zusammenbrechen lässt. Ob er 10 Milliarden da zahlt oder nicht, das ist uns doch egal. So, jemand hat etwas gebaut, das jetzt 25 Jahre gebraucht hat, um fertiggestellt zu werden. Am 18.12.2021 geht dieses Teil in den Weltraum. Richtig, ein Teleskop. Hubble war ja schon riesig und Hubble funktioniert immer noch auch in dieser Weite, wo Hubble ist. Da kann ich, es kann keiner hinfliegen und mal eben reparieren. Es hat aber trotzdem funktioniert. So, das gute Stück, was jetzt nach 25 Jahren in den Orbit geht, was in den Weltraum, ganz weit weg, in die größte Krümmung aller Zeiten sogar drüber hinaus. Und da sollen dann Bilder zu uns kommen. Ob wir die sehen, weiß ich nicht. Wir sehen ja Marsbilder, Mondbilder und das war's im Moment. Und natürlich ein bisschen Galaxie. Aber darum geht es in diesem Video nicht. In diesem Video geht es einfach nur darum, an alle TikToker. So, TikTok sehen dieses jetzt nicht, weil das ist ja jetzt bei YouTube und bei Facebook. Bei TikTok kriegt man ja nur knapp 3 Minuten. Bei TikTok ist man wieder in der Vergangenheit 1920, wo alles angefangen hat, 3 Minuten. 3 Minuten Clips, 3 Minuten Film. So. Man hatte seine Normal-8-Kamera zum Aufziehen, ja, aber man hatte schon verschiedene Objekte, ja, konnte man drehen. So, aufziehen und dann konnte man 3 Minuten filmen. Dann ging dann immer 21, 22, 23 aufhören, dann das nächste 21, 22, 23 aufhören und so weiter. Es war eine schöne Zeit, es war eine andere Zeit. Jetzt kann ich hier stundenlang einen von mir geben, aber man weiß ja, dass ihr paar Sekunden, wer von euch wirklich bis zum Schluss und mir auch wirklich zuhört und wirklich versteht, was ich jetzt sage, das ist vielleicht 0,001% vielleicht überhaupt. So, heute Morgen mit Kevin Bacon gesprochen, ist ein Amerikaner, ist ein, auch ein Filmemacher und der lebt mit einer sehr guten Ehefrau zusammen. Den Namen habe ich jetzt von ihr vergessen, weil ich ja mit Kevin mich beschäftigt habe. Egal, also ich habe mir angesehen und ich habe auch, er hat auch sein Alter und er hat ja viele Filme schon gemacht und diese Filme von Kevin Bacon hat man sich ja angesehen und er hat ja auch diesen, also so zukünftige Filme gemacht, er hat auch gruselige Filme gemacht, spannende Filme gemacht und es hat Spaß gemacht mit diesem zu reden, war natürlich belanglos, ist klar, man ist elektronisch befreundet. Ist keine echte Freundschaft und darum geht es jetzt hier. So, wir alle sind möglicherweise elektronisch befreundet. So,
Die wenigen, welche da, die eine Feindschaft aufbauen, sind selber schuld. Sie könnten sich auch mal Mühe geben, Freund zu sein. Ich habe jetzt kein Interesse, mit solchen Leuten mich abzugeben. Es gibt darüber auch kein Pamphlet oder irgendetwas. Es ist halt so, wie es ist. Und da muss man durch. So, ich habe jeden Tag Besuch von Menschen, die ich als Kunde sehe und als Kunde begleite. Und für diese Kunden, in deren Begleitung, mache ich vieles fertig. So, und dadurch bin ich natürlich nicht nur durch Kevin Bacon, Stallone, Jean-Paul von Damme oder was weiß ich auch immer, sind auch andere, ja, ist halt. Und wenn man mit diesen Damen und Herren mal zu tun, wenn auch nur kurz oder lang, je nachdem, ist es beruflich. Also wenn man mit diesem Klientel beruflich zu tun hat, egal wer es ist, wirklich, egal, ja, wenn es 5 Minuten sind oder 5 Stunden oder 2 Stunden, Wurst, total egal. Ich habe mit so vielen zu tun gehabt und vor allen Dingen habe ich natürlich mit No Name, die ihr gar nicht kennt, aber die, meinen, sind großartig bekannt. Die sind, boah, also ihr merkt richtig, wenn die reinkommen, sie verdrängen den ganzen Sauerstoff. I am a star. Seid mir nicht böse, keiner kennt euch. Ihr seid weder ein Star oder sonst was. So, dieses Video ist ein Video, um erstmal Dankeschön zu sagen an alle TikToker, die sich bemühen, die mir auch ihre Videoclips schicken, ob deutlich oder undeutlich oder keine Ahnung. Ich kann jedes Video so betrachten, wie ich es gerade möchte. Ich kann jedes Video so auf den Weg bringen, dass ich mich geschmeichelt fühle oder gekränkt. Eins von beiden kann ich immer. Auch du. Ja, auch du. Du bist gemeint, du bist der Zuschauer. So, wenn ich dir jetzt irgendwas zeige, kann ich machen. Ist richtig. Da ich aber mein Alter habe und da ich wirklich aus der Zeit stamme, Analogie, wo wir das da gebaut haben, ja, wo wir dieses nicht hatten, Sprachnachrichten. Ja, wisst ihr was? Genau. Ich höre mir jetzt die Sprachnachricht an. Video soll reichen. Ihr guckt ja eh nur ein paar Sekunden und so interessant bin ich nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich euch vorstellen sollte, außer dass ich vom Fach bin und euch wirklich begrüße bei Ultra HD, Web TV und beim Sondersender. Egal, ich begrüße euch total recht herzlich hier in diesem kleinen Medienhaus. Wir bemühen uns und ich denke mir sicherlich was aus. So, ich werde Teufel tun, mich jetzt irgendwo anbieten oder irgendwo hingehen. Natürlich werde ich persönlich irgendwo hingehen und werde dort was machen. Ob das, egal wo. Ja? Und was dabei rauskommt, weiß ich nicht. Ich nenne das Breaking News. So, Breaking News hier in der Welt der Medien. Die Welt der Medien, meine lieben Freunde, ist ein Babylon. Mehr sage ich dazu nicht. Ein Sumpfgebiet. Wirklich ein Sumpfgebiet, wo ihr schwer aufpassen müsst, in dieser Welt der Medien nicht unterzugehen, um das mal euch auf den Weg zu bringen. Passt bitte auf in der Welt der Medien, so einfach ist das nicht. Es macht viel Spaß, wenn ich euch bei TikTok sehe, Snapchat und so weiter, mit blauen Haaren, ja, wie ihr da so, ah, ich finde das super. Wie wir 10 bis 30 waren, mussten wir leider sowas bauen, da hatten wir nicht so eine Chance. Wir hatten gar keine Chance. Man wurde belächelt. Wow, kannst du mal mit, ne? Man hat das erklärt, ob das, egal was, egal welche Technik es war, wir haben sie erklärt, auf den Weg gemacht. Man hat natürlich mit Menschen gearbeitet, die die Technik kannten. Also war auch alles in Ordnung. So, jetzt reden wir ja mit Menschen, die von nichts Ahnung haben. Und mit dieser nichts Ahnung machen die so viel Ahnung, dass wir die Ahnung haben, sagen soll, toll, toll, toll. Ja. So ist die Welt geworden. Also die, die keine Ahnung haben, sagen uns, wie wir Geld verdienen sollen. Und wir, die Ahnung haben, die wirklich dabei waren, die wirklich zugehört haben, die wirklich studiert haben, wir sind die Deppen. Schon mal aufgefallen? Es geht immer weiter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihr kennt mich nicht, ihr müsst mich auch nicht kennen, aber ich kenne euch, weil ich ja euch sehe. Ich sehe, was ihr macht. So, meiner einer kommt aus der Welt der Medien und ist schon lange her. Ist auch egal. Ich bin, na, hier, das Buch
der Medien. Könnt ihr jetzt nicht richtig lesen. Es heißt, am Fuß der blauen Berge, die Filmkiste in den 60er Jahren. Ja, 60er Jahre, da komme ich her. So, die Filmkiste der 60er Jahre. Auch da hat man schon einen Herrn Koch, also dieser Mann hat für uns gekocht im Fernsehen, in Schwarz-Weiß. Ja, Hühnchen vom Hahn in Lukul. Die Karriere des zungenfertigen Fernsehkochs Clemens Wilhelm Rohler. Er wurde geboren am 20. Februar 1953. Ich weiß gar nicht, ob dieser Mann noch lebt. So, dieses Video ist an sich für die, die so alt sind. Die geboren 1950, okay, auch 1945, 49, aber die schauen wohl kaum Videos. Tja, Jungen, also hier, Daktari oder Clarence der Löwe, ja, ach herrlich. Es waren schöne Zeiten, auch Flipper und so weiter. So, auch hier, Wanted, ja? Der Mann auf der Flucht, auf der Dauerflucht. Das war eine Wahnsinnsserie. So, auch damals hat man schon richtig ausgeleuchtet. Ja? Und trotzdem hat man es gut hinbekommen. Wir hatten nicht die Technik von heute. So, die Technik von heute ist ja, dass jeder der Meinung ist, er ist ein Star, ein Sternchen. Nein, sind wir nicht. Natürlich macht ihr uns zu Stars und Sternchen, das versteht sie von selbst, weil ihr unsere Videoclips mögt, wie ich eure Videoclips mag. Ne? So, ihr habt jetzt hier schätzungsweise eine Geräuschkulisse, weil ich mit einer Kamera arbeite, 5.1. Das sind also 5 Mikrofone, die mich hier jetzt aufzeichnen. Ich habe natürlich auch viel Licht jetzt benutzt. Wir sind jetzt hier im Black Cat Videostudio. Seht ihr? Videostudio, nicht Filmstudio. Wir haben also keinen Film. Ja? So, wir haben eine SSD-Karte. Wir haben eine SSD Platte, könnt ihr nennen, wie ihr wollt, also keine Festplatte. Also wir haben eine Technik, die so schnell ist, dass wir auch schnell damit arbeiten können, und vielleicht ist alles ein bisschen zu schnell, kann das sein? So, ich könnte euch jetzt vieles zeigen, aber da müsste ich jetzt aus dem Kamera-Range raus. So, ich mache jetzt mal Breaking News. Breaking News bedeutet, dass ich stoppe, irgendwas sage, irgendwas aus dem hole, zum Beispiel Corona. Corona, die große Lüge, die wirklich tatsächlich gelogen ist. Punkt. Regt euch jetzt nicht auf. Es ist eine Lüge. Ihr werdet manipuliert und ihr nehmt die Manipulation an. Punkt. Der eine schreit Todesspritze, der andere sagt, du kannst mich mal, ich lass mich spritzen, dritte, vierte Mal schon. Und so weiter und so fort. Aber wirklich, jeder sollte über dieses Thema für sich selber. So, ich habe unterschrieben, ich werde euch weder die Wahrheit oder vor allen Dingen nicht die Wahrheit, und deswegen schweige ich, weil ich nur die Wahrheit, und die Wahrheit mag ich und die ist gut, endet bei sehr gut und dann war's. So, ich könnte mir jetzt ein dummes Gesicht machen, ich habe ja schon eins, aber ich könnte noch dümmer reinschauen. Ich könnte blaue Haare machen, ich könnte einfach so bescheuert rüberkommen, dass ihr dieses Video mögt. Aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Bleib wie ich bin, Feierabend. Ich werde nicht gemocht, ist in Ordnung. Trotzdem seht ihr, obwohl ich nicht gemocht werde, mache ich Videos. Ich werde angegriffen, keine Ahnung, werde in irgendeine Ecke gestellt, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Ich mache nichts anderes wie die Kolleginnen und Kollegen auch. Punkt. Ja? Nur, die haben es halt geschafft, sie wissen, sie können alles Mögliche jetzt machen. Also, darum geht es in diesem Video. Wenn ihr irgendwas, wohlgemerkt, wenn ihr irgendetwas machen möchtet, egal was, könnt ihr es erst dann machen, wenn ihr es wirklich geschafft habt. So, wir hier, also wenn ihr jetzt mal genau hinschaut. Richtig. Die haben alle ihr Alter. Ja, Horst Cartwright, wie soll er heißen? Ja, Kuhlenkampf. Ne? Er hier mit seinem Frühshoppen hier. Ja, der Nachrichtensprecher. 60er Jahre. Also 60er Jahre, brauche ich nur so aufmachen hier, seht ihr? Luftfahrtburg, ne? Der goldene Schuss.
So. Aber es hat die ist egal, wo ich reingehe. Die hatten alle ihr Alter. Ja? Auch hier, seht ihr? Kohlenkampf. Ja? So, alle ihr Alter. Und heute? Heute haben wir 5-Jährige, 10-Jährige, 15, 25-Jährige, 35, ganz knapp 40. Wir haben also ein verdammt junges Fernsehen in einem total alten Genre. In diesem Genre sind 200 Jahre geflossen. Nach dem 18. Jahrhundert Cinematik durch Edison, weil der halt seinen Strom nicht anbieten, er ist über von Herrn Watt, ne? Wechselstrom ist er halt, er hat also nicht in Wechselstrom, er hat zwar nickeligerweise den Wechselstrom genommen, um dich zu töten, weil Wechselstrom und tschüss. Er hat den elektrischen Stuhl, hat er da auf den Weg gebracht, der Herr Edison. Ja? So gemein wie er war, aber egal. So, Herr Edison hat uns Cinematik, Herr Edison hat uns Sound, alles, Grammophon und das Ganze. Er hat auch die Walze und all solche Sachen. Also 18. Jahrhundert. So, nach dem 18. Jahrhundert kamen auch mehrere Kriege, wo dann Frankfurt zu dieser Deutschlandgemeinschaft und Schleswig-Holstein zu dieser Gemeinschaft eingebunden wurde durch Herrn Bismarck. Herr Bismarck war beauftragt, Kriege zu führen und er hat Kriege geführt. Punkt. 1920, wo alles so ein bisschen zu Ende war, von 1920 bis 1930 hatten wir die goldenen Jahre. Wir hatten 10 goldene Jahre, ihr wisst, ne? Charleston, die bunten Federn, die Frauen in ihren Glitzerklamotten und die Baker mit ihren Bananenröckchen und so weiter. Ja? Und dann kam leider so 30, 35 jemand, so ein Österreicher, und hat ein bisschen die Welt ein bisschen umformatiert. 1945 kamen alle Alliierten, ne, und haben gesagt, stopp, jetzt ist Feierabend. 1949 hat man gesagt, weißt du was, mach mal was Neues und jetzt kommt's. Dieses Deutschland im Jahre 2021 in dieser sogenannten Pandemie ab März 2020 ist und bleibt immer noch ein Bund aller Länder, ja, ein Föderalstaat, 16 Bundesländer und wir sind dann sozusagen ein Staat. Aber in diesem Staat lebt auf einem Gebiet der Brite, der Engländer. Ist kein Scherz, fahrt nach Elmt, schaut es euch an, da dürft ihr nicht aufs Territorium. Das ist England. Kurz vor der Niederlande ist die Station von England in Elmt, so heißt das, kurz vor der Grenze Richtung Venlo und Richtung Stuttgart gibt es ein Riesengebiet und dieses Gebiet dürft ihr auch nicht betreten als Deutscher, weil dieses Gebiet gehört den Amerikanern. So, ihr habt richtig gehört, ihr seid hier in dieser Bundesrepublik Deutschland mit 16 Bundesländern, ein sogenannter Föderalstaat und zwei Fremde haben Hoheitsgebiete, wo du als Deutscher nicht drauf darfst. Cool, ne? So, gibt es irgendwo in irgendeinem Land, wo der Deutsche lebt, wo ein anderer nicht rein dürfte ohne Kontrolle? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? So, wenn wir das doch alles wissen, wir wissen, was vom 18. Jahrhundert angefangen hat, die Industrie, ne? So, heute haben wir die Industrie 4.0, sonst könnten wir das alles gar nicht, den sogenannten Datenhighway. Es ist halt so, wir haben halt eine Zeit, wo wir uns fragen sollten, ist diese Zeit eigentlich konform mit dem, was wir gerne hätten? Ich meine, ich finde es super, was ihr da alles von euch gebt. Ich finde es super, dass so eine Greta da um die Ecke biegt und euch da irgendwas erzählt. Und ich finde es auch genial, wie ihr den ganzen Schmutz da lasst, ja? Haben wir ja gesehen, 60 Fahrzeuge, 120 Leute haben euren Schmutz weggemacht. Ja, ist so. Ja, und das ist halt Nature for Future. Heute ist nämlich Freitag. Ich weiß nicht, ob ihr heute wieder auf der Straße seid. Ihr, die Jugend zwischen 10 und 20. Keine Ahnung. So, ihr rennt hinter Greta her. Ist in Ordnung, dürft ihr. Wir sind hinter den Beatles, 60er Jahre. Rolling Stones, Sweet and so on. Ja, also wir hatten Spaß. Ich war mit Freunden
in manchen Konzert Saga. Kennt ihr Saga mit den Drums? Naja, ist egal. So, ich habe auch andere Sachen gesehen, Steps und so. Also ich habe vieles schon erlebt in meinem Leben und ich hatte viel Spaß. Jetzt habe ich auch Spaß. Ich habe Spaß. Ich mache das Video, weil ich Spaß habe. Du hast natürlich keinen Spaß. Du, keine Ahnung, du machst so einen Videoclip kaputt, weil du so bist, wie du bist. Leider. Ist so. Wir haben halt eine merkwürdige Zeit. Also wir haben diese Leute nicht beschimpft. Egal. Mal gucken, ob ich jetzt mal auf einen anderen komme. Ja, hier, Orion. Orion mit dem Bügeleisen von, ihr wisst schon, und die Christbaumkugeln und was weiß ich nicht alles. Orion, der erste Sci-Fi-Film aus Deutschland. Hurra, die Frogs kommen. Ja, und dann kam natürlich, Amerika ist ja logisch mit Enterprise, ne? Oh, Ben, mit Herrn Schönherr, wie die dann da gesprochen haben. Oh, über die Frogs. Oh, herrlich. So, und das hier, das war ja wohl das Beste. Hm? So, heute gibt es diese ja als Spielfilm, wisst ihr ja. Ne? Lokomotivführer, Jim Knopf und so. Ja, Augsburger Puppenkiste. So, richtig. Hat uns was gebracht. So, ich bin voll elektronisch, merkt ihr ja. Und wenn ihr wirklich freundlich wäret, hätten wir auch hier viel Spaß. Ja? Da ihr aber nicht freundlich seid, bin ich euch nicht böse. Bin euch nicht böse. Ich mache ja eure Arbeit. Ist okay, ich werde bezahlt und gut ist. Ja? So, ich werde bezahlt und ich mache mein Ding. Das war's. Und das Video war jetzt auch, ich will mich nicht beschweren, ich will einfach nur sagen, ich habe euch durchschaut, ich habe jeden Einzelnen durchschaut. Vor allen Dingen die 180 Familien, die super reich sind. Und es sind fast 300 Familien, also 170 Familien sind super reich, sind Milliardäre, dann kommen die Millionäre, dann die Halbmillionäre und die, die halt so am Rand, also am Fundament, so jährlich 100, 150.000, 250.000 im Jahr verdienen. Das sind die hier. Ne? Bam, 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 bam. Milliarden. Einer hat sogar einer. Aber es ist eine Familie. Es ist nicht ein Typ oder so. Eine Billion. Hier in Deutschland. So. Und einige geben so 100 Millionen aus oder 10 Milliarden aus. Wirklich, die geben die aus. Wie zum Beispiel den Satellit, der am 18.12.2021 in den Himmel geht. In den Orbit und am Rande des Universums dann Bilder machen soll. Ich bin gespannt, welches Universum wir dann sehen werden. Okay, so, das waren jetzt mindestens zwei Videos, die ich auf den Weg gebracht habe und ich wette, ich wette mit euch, und die Wette habe ich jetzt schon gewonnen, dass wieder welche waren, die diese Videos wieder zerstören. Macht es ruhig. Aber ich muss sagen, ihr habt noch nie irgendetwas auf den Weg gebracht. Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und ich finde es hochgradig interessant. Ihr, die nichts, gar nichts auf den Weg bringen, die dir aber den Lauten machen, ich finde das hochgradig interessant. Ihr wollt diese Welt verändern, ja? Kein Geld, Hartz IV, ja? Am Saufen, am Rauchen und am Rumhuren. Ihr wisst schon, was ich meine. Also wirklich ein Klientel, das halt durch Zufall irgendetwas in der Hand bekommen hat, aber nichts, gar nichts, überhaupt nichts beigetragen haben. Ihr macht den Lauten, ihr erzählt uns, wo es lang geht. Wahnsinn, ich finde das super. Ich bin euch nicht böse. Merkt ihr das nicht? Macht weiter, ist doch euer Scheiß. Es ist euer Leben, macht was ihr wollt. Aber an alle anderen, studiert, nicht studiert, aber ihr wisst, wovon ich rede, ja? Und vor allen Dingen, die wirklich tatsächlich gebildet sind. Leute, regt euch nicht auf, ihr kommt da nicht gegen an, gegen den Sumpf. Lasst den Sumpf sumpfen oder entsumpft den Sumpf, wenn ihr versteht, was ich meine. Hm? Okay? So, hier meine Werbung. Wird wohl spiegelverkehrt sein, aber es ist da. Fronhauser Kopierstudio, wir sind für euch da. Kurz und bündig,
Have fun. Komm vorbei. We with Entertainment Studio. That's